Wie das Wort Mietskaserne schon andeutet, stand in der Orchard Street Nummer 97 ein Gebäude, in dem zahlreiche Familien wohnten. Wie die meisten anderen Mietskasernen war dieses Haus als Ort der Armut und der Ausbeutung der Arbeiterschicht verschrien. Viele Menschen wurden hier unter elenden Bedingungen zusammengepfercht. Vom Zeitpunkt seiner Errichtung im Jahr 1863 bis zum Jahr 1935 lebten ca. 7000 Menschen in diesem Gebäude. Ihre beklagenswerten Lebensumstände begannen sich erst zu ändern, als die Regierung den Wohnungsbau zu reglementieren begann. Lukas und Wilhelmina Glockner stammten aus den deutschen Bundesländern Baden und Bayern. Sie waren die ersten Mietsherren des Gebäudes auf der Orchard Street Nummer 97. Lukas war ursprünglich ein Schneider, erwarb jedoch gemeinsam mit zwei Kollegen den Grundbesitz der Second Reformed Presbyterian Church in der Orchard Street und begann so seine Karriere als Mietsherr. Die Schneider teilten den Besitz in drei Baugrundstücke auf, auf denen je ein Mietshaus errichtet wurde. Glockner erhielt das Grundstück in der Orchard Street Nummer 97. Als die Mietskaserne im Jahr 1863 ihre Pforten öffnete, gab es kein fließendes Wasser und keine sanitären Einrichtungen. Licht hatten nur jene wenigen Zimmer, in denen es Fenster gab. Wenn die Bewohner auf die Toilette gehen mussten, standen ihnen 3 bis 6 Plumpsklos im Hof zur Verfügung. In den dunklen Gängen und Zimmern orientierten sie sich mit Kerosin- und Öllampen. Wasser floss auf einem Hahn im Hof, gleich neben den Plumpsklos. Heute beherbergt das Gebäude das Tenement Museum, eine Institution, die die amerikanische Einwanderungsgeschichte würdigt, die gegenwärtige Politik zur Immigration und dem öffentlichen Gesundheitswesen diskutiert und Toleranz auf ihre Fahnen geschrieben hat. Das Museum machte die erste restaurierte Wohnung im Jahr 1992 öffentlich zugänglich. Diese wurde im Jahr 1878 von der deutsch-jüdischen Familie Gumperz bewohnt. Diese und andere Wohnungen können auf einer Museumstour besichtigt werden, während der man mehr über das tägliche Leben der Einwanderer in Kleindeutschland erfährt. Der Erfolg der Glockners und das Elend der Familie Gumperz zeugen von den Unterschieden, die zwischen den einzelnen Gesellschaftsschichten bestanden und Kleindeutschland schließlich ein Ende bereiteten. Dieses Phänomen tritt oft in Einwanderergemeinden auf. Nationale Bande lösen sich im Laufe der Zeit und durch auseinanderdriftenden Wohlstandsverhältnissen auf.